Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Wir schmieden unser eigenes Schicksal. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Fuma. Heute dreht sich alles wieder um God of War Ragnarök. Falls ihr es verpasst habt, das ist das letzte Video dazu gewesen zu God of War Ragnarök, denn auf meinem Kanal gibt es Tipps, Tricks und Guides. Und damit ihr nichts mehr verpasst, würde ich mich mega über ein Abo freuen und natürlich die Glocke aktivieren. Oder wie würde Alvor von Assassin's Creed Valhalla dazu sagen? Was? Höre ich da die Glocke? Nein! Nice. Und natürlich, damit ihr das andere Video nicht verpasst zu meinen anderen Blockbustern, dann checkt hier auf jeden Fall dieses Video aus. Ihr könnt natürlich auch interaktiv in meinem Livestream reinswitchen und dort Fragen stellen, die ich natürlich gerne für euch beantworte zu God of War Ragnarök. Doch jetzt, meine lieben Freunde, bleibt gesund, Semper Fi, und lassen wir es richtig krachen. Let's do it! Mach einfach mehr Lärm, wenn der Angriff beginnt. Wenn wir sie lange genug ablenken, haben Hildiswini und Atreus mehr als genug Zeit, ungesehen rein und rauszukommen. Ich sorge mich nicht um Atreus. Er ist bereit, alleine zu kämpfen. Hier ist es. Hinter diesen Ranken steht ein Altar. Ruf jetzt bitte Sköll. Bist du bereit? Ja. Und du? Ich gehe hier nicht ohne meinen Bruder weg. Wir kommen zu dir, Ingvi. Mein flammendes Schwert und meine Hand sollen euch richten. Ich werde Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an jenen, die mich hassen. O Vater, erhebe mich zu deiner Rechten und zähle mich zu deinen Heiligen. Hat eure Position preisgegeben. Ihr Idioten. Wenn das nicht die Mistelkönigin ist. Umwerfend übrigens. Etwas her? Heimdall. Und du musst der Vater des kleinen Halbbluts sein. Glückstag. Du musst einiges erklären, Herzchen. Du auch, Verräter. Lieber Verräter als Odins Schoßhund. Geh. Das muss ich tun. Ich kann helfen. Ich weiß. Aber du wirst woanders gebraucht. Er hat recht, weißt du. Brutzel sah nicht so gut aus, als ich ihn zuletzt sah. Ich weiß, du willst das nicht. Aber wir wissen, wie das endet. Dann bis bald. Oh, wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Aber keine Angst, Frick. Ich werde dich und deinen Bruder holen, sobald ich fertig bin. Hier. Zeig. Was hast du drauf? Oh! Was hat Gülthorpyr dir je getan? Ja! Wirklich? Du bist der Baldur getötet hat? Hör! Na los, dummes Tier!
aggressiv! So zornig! Ehrlich gesagt, ich bin enttäuscht. Amüsieren wir uns schon. Ah, gut, wir beide also. Was zum... Ich spüre, wie frustriert du bist. Das ist unglaublich befriedigend. Was jetzt, Bruder? Der Speer bleibt unsere beste Chance. Oh, halt! Du dachtest, der Stock verschafft dir einen Vorteil? Hey, Vorsicht! Die Armschienen sind neu. Der Spross der Asen mit dem Stock eines alten Knackers besiegt. Nein. Nein. Nein! Bei den Göttern! So vorhersehbar! Traurig! Lustig! Schwer zu sagen! Dass die Rettung besser läuft als dieser Kampf. Du bist nur zum Reden hier. Möchtest du es ausdiskutieren? Ist das eine Option? Nicht in dieser Realität, Verräter. Wusstest du, dass dein Sohn wie eine Gans klingt, wenn er verletzt wird? Los doch! Du hast diesen Speer nicht ohne Grund! Jetzt weiß ich, warum das Halbblut so ein Schwächling ist. Oh!
Vater zu der Sohn. Jetzt sehe ich die Ähnlichkeit. Niemand kommt hier zur Hilfe. Mistelkönigin ist lange fort. Wir sind nur noch du und ich und dieser treulose Kopf. Getroffen. Ich bin ein Gott, du stumpfe Kreatur. Ich lasse mich nicht malträtieren. Langsam. Ich weiß gar nicht, wann mich das letzte Mal jemand getroffen hat. Also, Schmerzen. Hatte ich schlimmer in Erinnerung. Langsam. Ich weiß nicht, ob ich überrascht sein soll oder angepisst. Na los, du kannst es doch. Warte nur auf den richtigen Moment. Habe ich dieses Schwert zum letzten Mal benutzt. Oh. Oh. Jetzt! Oh. Na bitte! Eine Rüstung für einen Gott! Jetzt! Oh. Du schlägst zu wie eine alte Kuh. Jetzt! Glaubst du, bringst Asgard zu Fall? Wirklich? Er ist ungedeckt! Schön langsam. Was geht vor sich in diesem leeren Schäbling? Oh nein, 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 nein. Du willst mich verschonen? Aus Mitleid? Lass gut sein und du lebst. Geht's hier um den kleinen Bengel?
Oh, jetzt werde ich ihn auf jeden Fall ausweichen. Das ist deine letzte Warnung. Eine Warnung wird wohl nicht reichen. Meinst du, du könntest einfach weggehen? Nein. So wird das hier nicht laufen. Du entscheidest nicht über mein Schicksal! Du bist tot, Sonnenschein. Langsam. Du gehörst mir. Du hast deinen Mund viel zu voll genommen. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Wächter der Asen. Der Herold von Ragnarök. Ich bin dran. Ich werde deinen kleinen Mischling finden und ihn zu Brei schlagen. Nur einer von uns beiden überlebt das. Das wirst auf keinen Fall du sein. Es bloß nicht zu verschonen. Schön langsam. Ich hab langsam wirklich genug von dir. Das ist nicht, wer du sein willst! Das war... Ich weiß nicht, ob wir das Schicksal brechen oder das Schicksal uns. Wenn euch mein kleines Erklärbär-Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da, damit ihr nichts mehr verpasst. Glocke aktivieren, nicht vergessen, es werden auch weitere Erklärbär-Videos folgen. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder, ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.